Hello everyone, I want to read a German Christmas story for you. Aus Italien. Die Kinder des Weihnachtsmannes von Italo Calvino. Es gibt keine Zeit im Jahr, die der Industrie- und Handelswelt freundlicher gesonnen wäre als die Weihnachtszeit. Von den Straßen steigt der tremolierende Klang der Dudelsackpfeifen empor. Und die GmbHs, bis gestern mit der nüchternen Berechnung von Umsatz und Dividenden beschäftigt, entdecken auf einmal ihr Herz für die Sympathie und das Lächeln. Die Verwaltungsräte haben jetzt nur noch den einen Gedanken, wie sie ihre Nächsten Freude bereiten können. Und so verschicken sie Geschenke und Glückwünsche sowohl an ihre Schwesterfirmen als auch an Privatpersonen. Jede Firma fühlt sich verpflichtet, einen großen Vorrat von Produkten einer anderen Firma zu erwerben, um damit wieder anderen Firmen zu beschenken, die ihrerseits von einer dritten Firma Berge von Geschenken für die erste Firma gekauft haben. Die Fenster der Betriebe sind bis spät in die Nacht erleuchtet, besonders die in den Lagern, wo das Personal Überstunden macht, beim Verpacken von Paketen. Draußen vor den beschlagenen Fenstern auf den vereisten Bürgersteigen bewegen sich die Dudelsackpfeifer, von dunklen, geheimnisvollen Bergen herabgestiegen, bleiben an den Kreuzungen im Stadtzentrum stehen, geblendet von den allzu vielen Lichtern, den allzu grell geschmückten Schaufenstern und blasen auf ihren Instrumenten. Bei diesen Tönen klingen die harten Interessenkämpfe ab und machen einem neuen Wettbewerb Platz. Wer auf die netteste Art und Weise das wertvollste und originellste Weihnachtsgeschenk macht. Bei der SPAF hatte das Public Relations Büro in diesem Jahr den Vorschlag gemacht, dass den angesehensten Kunden das Geschenk nach Hause gebracht werden sollte. Und zwar von einem Boten, der als Weihnachtsmann verkleidet war. Der Gedanke stieß auf die einhellige Zustimmung der leitenden Herren. Man kaufte ein komplettes Weihnachtsmannkostüm. Weißer Bart, rote, pelzverbrämte Mütze, Mantel und Stiefel. Man probierte, welchem Boten diese Gewandung am besten passte. Aber der eine war zu klein und der Bart reichte ihm bis zu den Füßen. Der andere war zu dick und kam nicht in den Mantel. Ein anderer zu jung und wieder ein anderer zu alt, so dass es sich gar nicht verlohnte, ihn erst zu kostümieren. Während der Personalchef andere potenzielle Weihnachtsmänner aus den verschiedenen Abteilungen holen ließ, spannen die leitenden Herren auf einer Direktionssitzung die Idee noch weiter aus. Auf Wunsch des Public Relations Büros sollte auch das Weihnachtspaket für die Belegschaft im Rahmen einer Kollektivfeier vom Weihnachtsmann überreicht werden. Das Handelsbüro beantragte, dass der Weihnachtsmann auch bei den Geschäften die Runde machen sollte. Das Werbebüro war dafür, den Firmennamen klar ersichtlich herauszustellen. Etwa derart, dass der Weihnachtsmann 4 kleine Luftballons mit den Buchstaben SBAV an einer Schnur mit sich führen sollte. Alle waren sie erfüllt von der freudigen und herzlichen Atmosphäre, die sich über die festliche und produktive Stadt gelegt hatte. Nichts ist schöner als das Fließen von materiellen Gütern und gleichzeitig von Güte zu spüren, die jeder für den anderen übrig hat. Und darauf kommt es ja vor allem an, wie uns das Firuli Firuli der Dudelsäcke ins Gedächtnis ruft. Im Lager ging das, materielle und geistige, gut in Form von ein- und auszuladener Ware durch Mercado Faldos Hände. Und nicht nur beim Ein- und Ausladen nahm er teil an der allgemeinen Festestimmung, sondern auch, weil er daran dachte, dass in diesem Labyrinth von 100.000 Paketen eins auch auf ihn wartet, das ganz allein für ihn bestimmt und für ihn vom Public Relations Büro vorbereitet war. Und noch mehr, weil er sich ausgerechnet hatte, dass ihm am Monatsende als 13. Gehalt und für Überstunden zustand. Mit diesem Geld würde auch er in die Geschäfte laufen und kaufen, kaufen, kaufen und dann schenken, schenken, schenken können.
wie seine redlichsten Gefühle und das Gemeininteresse von Handel und Geschäft es verlangten. Der Personalchef kam ins Lager, einen falschen Bart in der Hand. »Hey, du«, sagte er zu Cavallaldo, »probier noch mal, wie dir dieser Bart steht.« »Ausgezeichnet! Du machst den Weihnachtsmann! Komm mit nach oben, beeil dich! Du bekommst eine Sonderprämie, wenn du 50 Haushalte pro Tag schaffst.« Als Weihnachtsmann verkleidet, fuhr Cavallaldo auf dem Sattel seines Motorradlieferwagens durch die Stadt, beladen mit bunt eingewickelten Paketen, die mit hübschen Bändern verziert und mit Misteln und Stechpalmen geschmückt waren. Der Wattebart kitzelte ihn wohl ein bisschen, schützte aber zum anderen seinen Hals vor Zugluft. Die erste Fahrt führte ihn heim, weil er der Versuchung nicht widerstehen konnte, seinen Kindern eine Überraschung zu bereiten. »Zuerst werden sie mich gar nicht erkennen«, dachte er. »Ich bin gespannt, wie sie hinterher lachen werden.« Die Kinder spielten auf der Treppe. Sie drehten sich kaum um nach ihm. »Tag, Papa!« Cavallaldo war schwer enttäuscht. »Aber seht ihr denn nicht, wie ich verkleidet bin?« »Wie denn schon?« antwortete Pitucotti. »Als Weihnachtsmann, oder?« »Und ihr habt mich gleich erkannt?« »Als ob da was dazugehörte. Wir haben ja auch Herrn Sigismondo erkannt, und er war besser maskiert als du. Und den Schwager der Portiersfrau. Und den Vater der Zwillinge von gegenüber. Und den Vater von Ernestina, die mit den kurzen Zöpfen.« »Alle als Weihnachtsmann verkleidet?« fragte Cavallaldo. Und die Enttäuschung in seiner Stimme rührte nicht nur von der missglückten Überraschung seiner Familie, sondern auch daher, dass er spürte, dass hier das Prestige seiner Firma auf dem Spiel stand. »Natürlich, genauso wie du«, antworten die Kinder. »Ein Weihnachtsmann wie gehabt, mit falschem Bart.« Damit drehten sie ihm den Rücken zu und spielten ungerührt weiter. Die Public Relations Büros vieler Firmen waren natürlich gleichzeitig auf denselben Einfall gekommen. Und sie alle hatten eine Menge Leute eingestellt. Meist Arbeitslose, Rentner, Hausierer, um sie mit rotem Mantel und Wattebart herauszustaffieren. Nachdem die Kinder die ersten paar Male ihren Spaß daran gehabt hatten, unter dieser Maskierung Bekannte aus dem eigenen Wohnviertel wiederzuerkennen, hatten sie sich bald daran gewöhnt und betrachteten die Weihnachtsmänner nicht mehr. Es hatte den Anschein, als ob sie ihr Spiel mit großer Leidenschaft betrieben. Sie hockten im Kreis auf dem Treppenabsatz. »Was steckt ihr denn da für eine Verschwörung aus?«, fragte Cavallaldo. »Stör uns nicht, Papa. Wir müssen die Geschenke herrichten.« »Geschenke? Für wen denn?« »Für irgendein armes Kind. Wir müssen ein armes Kind ausfindig machen und es bescheren.« »Wer hat euch das gesagt?« »Das steht im Lesebuch.« Cavallaldo lag schon auf der Zunge zu sagen, »Ihr seid ja selbst solche armen Kinder.« Doch im Lauf dieser ganzen Woche hat er sich so sehr eingeredet, Bewohner eines Schlaraffenlandes zu sein, wo jeder Mann nur kaufte und sich gütlich tat und Geschenke machte, dass es ihm unschicklich erschienen wäre, von Armut zu sprechen. Und so zog er vor, zu erklären, arme Kinder gibt es keine mehr. Da stand Marc Michelino auf und fragte, »Deshalb bringst du uns wohl keine Geschenke, Papa?« Cavallaldo fühlte, wie sein Herz sich zusammenkrampfte. »Ich mache jetzt Überstunden«, sagte er rasch, »und dann bringe ich euch auch was mit.« »Womit machst du denn Überstunden?«, fragte Filippetto. »Indem ich Geschenke austrage«, erwiderte Cavallaldo. »Für uns?« »Nein, für andere.« »Warum nicht für uns? Das ginge doch schneller.« Cavallaldo versuchte zu erklären. »Weil ich nicht der Weihnachtsmann für menschliche Beziehungen bin, sondern einer für öffentliche Beziehungen. Habt ihr verstanden?« »Nein.« »Da kann man halt nichts machen.« Aber da er auf irgendeine Entschuldigung sann, weil er mit leeren Händen gekommen war, fiel ihm ein, dass er Michelino auf seine Geschenketour mitnehmen könnte. »Wenn du brav bist, kannst du mitkommen und zusehen, wie dein Vater den Leuten Geschenke bringt«,
sagte er und setzte sich den Sattel eines Motorrads mit Lieferwagen. »Na schön, fahren wir. Vielleicht kann ich ein armes Kind auftreiben«, sagte Michelino, sprang hinten aus Motorrad und klammerte sich an den Schulter seines Vaters fest. In den Straßen der Stadt begegnete Marco Waldo lauter anderen weiß-roten Weihnachtsmännern, die genauso aussahen wie er selbst. Drei- oder vierrädige Lieferwagen fuhren oder den paketbeladenen Kunden die Ladentüren öffneten oder ihnen die Einkäufe bis ans Auto nachtrugen. Und alle diese Weihnachtsmänner sahen sehr konzentriert und dienstbeflissen aus, als seien sie für den reibungslosen Ablauf der ganzen riesigen Festmaschinerie verantwortlich. Und Marco Waldo, der aus Haar genau so aussah wie alle anderen, beeilte sich, von einer Adresse zur anderen zu kommen, stieg vom Sattel, sortierte die Pakete in dem kleinen Anhänger, nahm eines davon, übergab es dem, der die Tür öffnete, und sagte langsam und klar: »Die Firma Sbarf wünscht frohe Weihnachten und ein glückliches neues Jahr«, und bekam sodann sein Trinkgeld. Dieses Trinkgeld war zuweilen beachtlich, und Marco Waldo hätte wohl zufrieden sein können, aber irgendetwas fehlte ihm noch. Jedes Mal, ehe er, von Michelino gefolgt, an eine Tür klingelte, kostete er im Voraus die Überraschung dessen aus, der die Tür aufmachen und den Weihnachtsmann in Person vor sich sehen würde. Er wahlte Freude, Neugierde, Dankbarkeit. Und allemal wurde er wieder Briefträger empfangen, der die tägliche Zeitung bringt. Er klingelte an der Tür eines hochherrschaftlichen Hauses. Eine Gouvernante öffnete. »Ach, schon wieder ein Paket!« »Woher kommt es denn?« »Die Firma Sbarf wünscht...« »Schon gut, kommen Sie mit!« Und sie ging dem Weihnachtsmann voraus durch eine Diele voller Gobelins, Teppiche, Majoliken. Michelino folgte seinem Vater mit weit aufgerissenen Augen. Die Gouvernante öffnete eine Glastür. Sie traten in ein riesengroßes Zimmer mit riesenhoher Decke, so groß, dass eine große Tanne darin Platz hatte. Es war ein Weihnachtsbaum, von Glaskugeln in allen Farben glitzernd, und an allen Zweigen hingen Geschenke und Süßigkeiten aller Art. Oben an der Decke waren schwere Kristalllüster angebracht, und die Zweige des Baumes ragten in die funkelnden Gehänge hinein. Auf einem großen Tisch waren Kristallwaren ausgebreitet, Silberschachteln mit kandierten Früchten und Kistchen mit Flaschen. Auf einem Teppich lag lauter Spielzeug herum, so viel wie in einem Spielzeugladen, besonders viele komplizierte elektronische Instrumente und Raumschiffmodelle. Auf dem Teppich lag in einer freien Ecke bäuchlings ein etwa 9-jähriger Junge mit mutmutigem, gelangweiltem Gesicht. Er blätterte in einem Bilderbuch, als mache er sich überhaupt nichts aus all den Herrlichkeiten ringsherum. »Gianfranco, was soll das? Gianfranco«, sagte die Gouvernante. »Hast du nicht gesehen, dass wieder ein Weihnachtsmann mit einem Geschenk gekommen ist?« 312, seufzte der Junge, ohne den Blick vom Buch zu heben. »Legen Sie es nur hin. Es ist das 312. Geschenk, das hier eintrifft«, erklärte die Gouvernante. »Gianfranco ist ja so tüchtig, er führt genau Buch, kein einziges vergisst er. Das Zählen ist seine Leidenschaft.« Marco Waldo und Michelino verließen auf 10 Spitzen das Haus. »Papa, ist das ein armer Junge?«, fragte Michelino. Marco Waldo war damit beschäftigt, die Ladung des kleinen Lieferwagens zu ordnen, und antwortete nicht gleich. Aber einen Augenblick später widersprach er eilig. »Arm? Was sagst du da? Weißt du, wer sein Vater ist?« »Der Präsident der Industriegemeinschaft zur Förderung des Weihnachtsverkaufs. Der Herr Kommendatore höchstpersönlich.« Er stockte. Der Michelino war auf einmal nicht mehr zu sehen. »Michelino, Michelino, wo bist du denn?« Er war verschwunden. »Wahrscheinlich hat er einen anderen Weihnachtsmann mit mir verwechselt und ist ihm nachgelaufen.« Marco Waldo setzte seine Tour fort, aber er war doch ein bisschen besorgt und konnte kaum erwarten, wieder nach Hause zu kommen.
Daheim fand er Michelino mit seinen Geschwistern zusammen ganz brav wieder. Sag mal, warum warst du eigentlich auf einmal verschwunden? Ich bin nach Hause. Ich bin die Geschenke holen gegangen. Ja, die Geschenke für den armen Jungen. Was sagst du da? Für wen? Für den Jungen, der so traurig aussah. In der Villa mit dem großen Weihnachtsbaum. Für den? Was konntest du denn schon für Geschenke machen? Na, wir hatten sie auch hübsch hergerichtet. 3 Geschenke in Silberpapier eingewickelt. Nun mischten sich auch die anderen Geschwister ein. Wir haben sie alle zusammen hingebracht. Wenn du gesehen hättest, wie der sich gefreut hat. Ach was, brummte Marco Waldo. Dem haben eure Geschenke gerade noch gefehlt. Allerdings, gerade die unseren. Er ist gleich angelaufen gekommen, hat das Papier aufgerissen und nachgesehen, was drin ist. Und? Was war drin? Das erste Geschenk war ein Hammer. Der große, runde Holzhammer. Und? Was hat er dazu gesagt? Er ist vor Freude in die Luft gesprungen. Er hat ihn auch gleich ausprobiert. Wozu denn? Er hat sein ganzes Spielzeug kurz und klein geschlagen. Und das ganze Kristall dazu. Dann hat er das zweite Geschenk ausprobiert. Was war das denn? Eine Steinschleuder. Du hättest ihn sehen sollen, wie viel Spaß sie ihm gemacht hat. Alle Glaskugeln am Weihnachtsbaum hat er damit kaputt geschossen. Dann hat er auf den Lüster gezielt. Hört auf, hört auf! Ich will nichts mehr hören. Und? Das dritte Geschenk? Wir hatten nichts mehr zum Herschenken. Da haben wir einfach eine Schachtel Streichhölzer in Silberpapier eingewickelt. Und das war das Geschenk, worüber er sich am meisten gefreut hat. Er hat gesagt, ich darf Streichhölzer überhaupt niemals anfassen. Und dann hat er sie angezündet und? Und? Alles damit in Brand gesteckt. Marco Waldo raufte sich die Haare. Ich bin ruiniert! Als er am nächsten Morgen in die Firma kam, spürte er, dass ein Gewitter sich zusammenbraute. Er zog sich in aller Eile wieder als Weihnachtsmann an, belud den kleinen Lieferwagen mit den Paketen, die er zu überbringen hatte, wunderte sich, dass ihn bisher noch niemand angesprochen hatte, dann aber sah er gleich 3 Abteilungsleiter auf sich zukommen. Nämlich den vom Public Relations Büro, den von der Werbung und den vom Handel. Halt, sagten die zu ihm. Alles wieder ausladen. Auf der Stelle. Da haben wir die Bescherung, dachte Marco Waldo und glaubte sich bereits entlassen. Rasch, die Pakete müssen ausgetauscht werden, sagten die Abteilungsleiter. Die Industrievereinigung zur Förderung der Weihnachtsverkäufe hat eine Kampagne gestartet für das destruktive Geschenk. Und so plötzlich, meinte einer von ihnen. Das hätte sich auch wirklich eher einfallen lassen können. Es war eine ganz unvorhergesehene Entdeckung des Präsidenten, erklärte ein anderer. Anscheinend hat sein kleiner Sohn ganz supermoderne Geschenkartikel bekommen. Japanische, glaube ich. Und dabei machte man die Beobachtung, dass er sich zum ersten Mal wirklich amüsierte. Und was noch wichtiger ist, fügte der Dritte hinzu. Diese destruktiven Geschenke dienen dazu, Artikel jeder Art zu zerstören. Genau das, was wir brauchen, um den Konsum zu beschleunigen und den Markt neu zu beleben. Alles in kürzester Zeit und in Reichweite eines Kindes. Der Präsident der Vereinigung hat neue Horizonte gesehen und schwebt im 7. Himmel der Begeisterung. Aber, wagte Marco Waldo ganz schüchtern zu fragen, hat dieser Junge denn so viel Schaden angerichtet? Jede auch nur annähernde Kalkulation ist natürlich schwierig, da das Haus abgebrannt ist. Marco Waldo kehrte auf die Straße zurück, die so hell erleuchtet war, als sei bereits Nacht, die belebt war von Müttern und Kindern und Onkeln und Großeltern und Paketen und Ballons und Schaukelpferden und Weihnachtsbäumen und Weihnachtsmänner und Hühnern und Puten und Stollen und Flaschen und Dudelsackpfeifern und Schornsteinfeger und Maronenverkäuferinnen, die ganze Pfannen voller Kastanien auf dem brennenden schwarzen Öfen in die Höhe springen ließen.
und die Stadt wirkte kleiner, eingeschlossen in ein leuchtendes Gefäß, begraben im dunklen Herzen eines Waldes, zwischen den hundertjährigen Stämmen der Kastanienbäume, unter einer unendlichen Schneedecke. Irgendwoher aus dem Dunkel hörte man das Heulen eines Wolfes. Die Häschen hatten eine im Schnee vergrabene Höhle, im warmen roten Erdreich unter einer Schicht von Kastanien. Ein weißes Häschen kam herausgelaufen, wackelte mit den Ohren, lief dahin unter dem Mond, aber es war weiß und man sah es nicht. So, als ob es nicht da wäre. Nur seine Pfötchen hinterließen einen leichten Abdruck auf dem Schnee, wie die Blättchen eines Kleeblatts. Auch den Wolf sah man nicht, weil er schwarz war und in der schwarzen Finsternis des Waldes stand. Nur wenn er das Maul öffnete, sah man die spitzen, weißen Zähne. Es gab eine Linie, an der der ganze schwarze Wald aufhörte und der ganze weiße Schnee begann. Das Häschen lief hierhin und der Wolf dahin. Der Wolf sah die Spuren des Häschens im Schnee und folgte ihnen, blieb aber immer im Dunkeln, um nicht gesehen zu werden. Dort, wo die Spuren aufhörten, musste das Häschen sein. Und der Wolf trat aus der Schwärze hervor, sperrte den roten Rachen auf, ließ die spitzen Zähne sehen und schnappte nach dem Wind. Das Häschen war ein bisschen weiter weg, unsichtbar. Es kratzte sich mit der Pfote am Ohr und sprang hakenschlagend davon. Ist es da? Ist es dort? Ist es ein bisschen weiter weg? Man sah einzig und allein die Schneefläche, so weiß wie diese Seite.